Hallo ihr Lieben, hier ist wieder die Steffi von Nagelgeklapper und mehr und ich freue mich, dass wir wieder Zeit miteinander verbringen können. Ja, ich glaube, wir fangen direkt an mit meiner lieben Oma Erika. Was hat sie an? Also, es ist meine Strickjacke. Ja, also sie ist noch nicht fertig, wie man sehen kann. Gut, ich habe ja manche fertigen Projekte, wo ich auch noch keine Fäden vernäht habe, aber die ist tatsächlich noch nicht fertig. Ich habe das Rückenteil fertig und die zwei Vorderteile. Jetzt fehlen noch die Ärmel und diese breite Blende, dieser Kragen. Moment, ich zeige euch nochmal das Bild. So, das ist diese Jacke. Und hier seht ihr, dass mir hier das hier noch fehlt. Also deshalb sieht es auch recht schmal aus, wobei mir, das hier ist ein Fortschrittsmarker, mir das schon gut gefällt, dass das nur über der Brust geschlossen ist. Mal sehen, wenn die Blende dran ist, ob ich tatsächlich mit den Knöpfen arbeite oder wie ich da weiter vorgehe. Ja, jetzt habe ich ja die Ärmel vor mir gehabt und das ist die Wolle, die ich bei Susanne oder mit Susanne in Bremen besorgt habe und da hatte ich auch Knäule in einem Altrosa. Ja, und dann hatte ich mir überlegt, ich wollte eigentlich zweifarbig das machen, aber ich wollte keine gestreifte Jacke haben. Also mit so breiten Streifen, irgendwie wollte ich nicht. Ich wollte auch nicht, dass unten nur Streifen sind und aber irgendwie wollte ich dieses Altrosa doch mitverarbeiten. Also ich kann euch ja mal die Farbe zeigen, bevor ich euch zeige, was ich gemacht habe. Ja, super. Das ist jetzt der Rest vom ersten Knäuel. Also das ist schon auch eine typische Steffi-Farbe, wie ihr seht. Und das zusammen mit diesem Grau fand ich schon echt schön. Dann habe ich alles hin und her überlegt, wo und wie könnte ich denn diese Farbe mit einbauen. Da habe ich gedacht, ich könnte es doch vielleicht am Ärmel einfach nur machen. Dann hatte ich so eine Idee, den ganzen Ärmel in der Farbe zu machen. Nein, das kam mir komisch vor. Also das wollte ich dann doch nicht. Nur der Ärmel gestreift. Und zwar zwei Reihen in der Farbe, zwei in der anderen. Nee. Und dann habe ich mir gedacht, ich könnte ja auch ein zweifarbiges Muster stricken. Und habe mir Karo-Papier genommen und habe mir die Maschenanzahl aufgeschrieben. Habe die teilbar gemacht. Bei mir war es dann durch 9. Und also immer 9 Maschen. Sorry. Und also es ging immer der Musterrapport über 9 Maschen. So. Und dann habe ich mir da was aufgezeichnet. Und dann habe ich angefangen zu stricken. Ich zeige euch mal den ersten Versuch. Der sah so aus. Das sieht ja schon ganz schick aus. Also der ein oder andere sagt, das ist ein Männchen. Das könnte auch so ein bisschen wie ein Grabstein wirken. Also so ein Grab mit Kreuz. Egal. Also das war der erste Versuch. Fand ich total klasse. Ich habe das Muster hingekriegt. Es sah für mich schön aus. Ja, super. Also mit Hochschoppen war da nichts. Ich hätte also den Ärmel so lang lassen müssen und ja, ziemlich starr. Aber wenn man jetzt so schaut, das sieht schon ganz schön aus als Ärmel, ne? Dieses zweifarbige Muster. Ja, also das war der erste Versuch. Den habe ich auch noch nicht aufgetrennt, damit ich ihn euch zeigen kann. Den nehme ich nicht. Aber ich hänge es mal hier drüber, weil das schön zusammen aussieht. Wenn man es sehen kann. So. Was lass mal. Ja. Dann hatte ich den zweiten Versuch. Der war schon richtig super. Ich habe das Muster etwas verändert, weil ich selbst gesehen habe, an der einen oder anderen Stelle sieht es merkwürdig aus. Das ist der zweite. Das Muster gefällt mir gut. Das hier sieht so ein bisschen aus wie ein Herz. Ein Zackenmuster und das verläuft dann hier oben nochmal und wird dann komplett grau. So, und jetzt seht ihr schon, wenn ich den anziehe, das geht super. Das lässt sich shoppen, alles prima. Also den kann ich super anziehen. Aber
Ich merke auch hier an der einen oder anderen Stelle diese Spannfäden. Also ich drehe es mal um. Ich habe bei dem die Spannfäden noch ziemlich lang gemacht. Also ich habe, glaube ich, nach jeder dritten gestrickten Masche den Faden eingewoben. Ja. Und da merkt man schon an der einen oder anderen Stelle, also es ist auf jeden Fall schon mal elastischer als das andere, aber man merkt an der einen oder anderen Stelle, wenn ich jetzt noch weitergehe, reißt es. Also gerade hier unten, wobei ich das hier nicht brauche, das ist mir weit genug, aber wenn ich hier noch weiterziehen würde, würde es reißen. Und dann, das könnt ihr vielleicht schon hier oben sehen, hier oben habe ich es anders gemacht und habe jede zweite Masche eingewoben. Also das heißt, wenn ich mehrere Maschen in einer Farbe hatte, habe ich schon nach der ersten normal gestrickten die zweite Farbe mit eingewoben. Und das ist elastischer geworden. Okay. Dann habe ich mir gedacht, bevor ich den Ärmel komplett fertig stricke, und hinterher nicht mehr weiß, was ich überhaupt gemacht habe, stricke ich doch den zweiten, diesen Anfang, diesen, jetzt habe ich es in die falsche Richtung. Egal. Das war jetzt nur wegen dem Faden. Der lag nämlich in. Ich nicht mehr weiß, was ich gemacht habe, stricke ich diesen Teil hier direkt gleich im Anschluss. Das gerade hochstricken und Maschen zunehmen und was auch immer für den Ärmel, den habe ich mir hier erstmal stillgelegt und gespart. So, den zweiten habe ich angefangen. Da bin ich im Moment so weit. Das Muster genau das gleiche wieder. Und der hier, der ist perfekt. Also der hier, der lässt sich in alle Richtungen ziehen und na gut, hier sieht man schon die Spannfäden dann dadurch, aber ich glaube, das ist mehr. Ne, das ist, wenn sich so weit auseinander dehnt. Ne? Aber das hier ist schon richtig super, weil das lässt sich richtig dehnen. Und hier habe ich tatsächlich die Technik komplett so gemacht. Also das ist komplett eingewoben, immer jede zweite Masche, wenn die Masche mehrmals vorkam. Also die Farbe. So. Also ihr merkt schon, ich bin überhaupt gar kein Profi, was mit zwei verschiedenen Farben gleichzeitig Stricken betrifft. Vereilart, kein Vereilgarn, kein Vereilmuster. Ich habe mal gegoogelt, Vereilmuster sieht man ja ganz viel und Vorschläge und die Insel Vereil hat 69 Einwohner. Und die ist bei uns so bekannt durch diese Strickmuster. Hammer, oder? Und dann wurde das ja auch nur dorthin gebracht. Das heißt, die Vereileinwohner haben sich das gar nicht selbst ausgedacht. Sondern das wurde zu denen gebracht. Wenn ich das richtig gelesen habe, irgendeiner wird mich da sicherlich korrigieren, wenn es falsch ist. Ja, egal. Jedenfalls bin ich ganz stolz darauf, dass ich das so hingekriegt habe, aber ich merke schon, dass ich, was die Fadenspannung betrifft, noch nicht so fit bin. Also, dass das so gleichmäßig ist. Also, ich merke, dass es durchaus mal hier Maschen gibt, die mal so ein bisschen größer sind. Und ja, das ist blöd, aber wird nur durch Übung weggehen. Und ich glaube, wenn die Jacke dann mal im Wasser war oder der Ärmel mal im Wasser war oder mal so richtig gewaschen, dann wird sich das auch vielleicht so ziehen, dass es regelmäßiger aussieht. Und beim Anziehen wird es wahrscheinlich überhaupt keinem auffallen. Also das werden die Ärmel. Und wie gesagt, am Ende wird es in dieses Grau übergehen. Also es wird tatsächlich nur an diesem Ärmel vorkommen. Vielleicht noch am Knopf, wenn ich das kriege. Mal sehen. Mir gefällt es total gut. Und dadurch
bin ich natürlich, was die Jacke betrifft, ein bisschen langsamer geworden und noch nicht so weit, wie ich es gerne hätte. Eigentlich hätte ich gerne schon die Blende gemacht. Die werde ich auf jeden Fall machen, bevor ich die Ärmel annähe, damit ich nicht noch mehr zum Rumwursteln habe. Wer weiß, vielleicht werde ich beim nächsten Video die Jacke fertig haben. Finde ich cool. Mal sehen. So, womit mache ich denn weiter? Ich habe was fertig. Und zwar habe ich Socken fertig. Das ist ja immer das, was mal so am schnellsten zwischendurch fertig ist. Ich habe sie euch auch schon mal gezeigt. Das sind die Socken, die ich verschenken werde. Mir ist es auch gelungen, sie komplett gleich zu stricken. Die 38 erscheint mir immer noch ein bisschen groß. Und wer hat mir das denn mal gesagt, dass es so Schablonen gibt, die man hier reinschieben kann und wo man in den verschiedenen Größen. Gibt es sowas tatsächlich, wo, also während dem Stricken ich das schon mal reinschieben kann, quasi schön in die Ferse und wo mir dann zeigt, Achtung, hier geht jetzt die Spitze los. Weil wenn ich denjenigen bei mir habe, kann ich sagen, und der weiß, dass er den Socken bekommt, zieh doch mal über. Und immer ab Ende des kleinen Fußzehers mache ich die Spitze. Ja, meine Socken lege ich mir übereinander oder mein Fuß habe ich auch immer dabei. Von den Kindern lasse ich auch mal schnell drüber schlüpfen oder hole mir eine, die ich schon mal für sie gestrickt habe. Aber also wir werden es sehen oder ich werde es sehen, hören, ob die Socken passen. Wenn nicht, kann man es ja auch aufmachen und nochmal abnehmen und die Spitze verkürzen, also früher beginnen. Ich habe mir wieder eine Erinnerungssocke gemacht, damit ich weiß, für wen ich und dass ich überhaupt mal aus dieser Wolle Socken gestrickt habe und auch für wen. Ja, und wann. Und ich hatte bis vor 2 Sekunden auch noch die hier. Ihr wisst, ich habe das irgendwann mal begonnen, wenn ich Socken verschenke, dass ich auch diesen Anhänger dazu verschenke. Und das mache ich auch. Ich weiß, dass ganz viele von euch und das auch schon übernommen haben oder vielleicht sogar selbst auf die Idee gekommen sind. Und das finde ich schön. Weil es ist ja auch praktisch und es ist etwas, womit man seine Handarbeit ausdrückt. Ich finde das auch immer wieder ein schönes Geschenk. Also die Socken sind fertig. Die Erinnerungssocke bleibt bei mir. Der Rest geht auf die Reise. Ja, ich lege es mal hier hin. Ich habe auch Socken wieder angefangen. Im Moment stricke ich die nur während meiner Mittagspause. Und ich sag mal, vielleicht schaffe ich so eine Viertelstunde, mal 20 Minuten da dran zu stricken. Deshalb, die werden vielleicht ein bisschen länger brauchen, bis sie fertig sind. Und zwar stricke ich die aus diesem hier, aus dem Sockblank, den ich euch letzte Woche schon gezeigt habe. Der ist auch aus Bremen mitgebracht. Und wenn ich schmalere Beine hätte vielleicht oder Füße hätte, dann hätte sich das genauso gemustert, wie es jetzt hier auch auf dem Schlauch gefärbt ist. Hat es sich aber nicht. Aber das macht nichts. Es hat sich anders gemustert, aber ich finde es cool. Und zwar total wild. Ich ziehe das mal lang. Sieht auch schön aus, ne? Und ich habe jetzt ein Muster gemacht, dass ich immer so 5 Reihen rechts stricke, 5 Reihen links, damit sich das so schön schuppen kann. Bis zur Ferse mache ich das so. Und dann werde ich glatt stricken. Vorne raus, also Ferse und dann glatt vorne raus. Aber die finde ich richtig schön. Also die Farbe, die leuchtet auch. Dieses Blautürkis, das sieht herrlich aus. Oh. Ich weiß auch noch nicht, wie lange ich den Schaft mache. So ein bisschen shoppen ist blöd, ne? Das muss schon ein bisschen länger sein.
Keine Ahnung. Zeige ich euch das nächste Mal. Needle Cozy. Habe ich mal genäht bekommen. Vom tollen Typen. Ja, das ist das, was ich im Moment an Socken auf der Nadel habe. Und wie gesagt, die nehme ich immer mit auf die Arbeit. Beziehungsweise der liegt die ganze Woche da, den nehme ich nur am Wochenende mit, weil ich immer denke, wenn ich irgendwo hingehe, wo ich nicht denken möchte, sind Socken das Allerbeste. Also beim Stricken nicht denken möchte, sondern vielleicht denken, weil ich mich mit jemandem unterhalte. Und deshalb nehme ich den am Wochenende mit, den Beutel, und ja. Und am Montag geht es wieder mit auf die Arbeit. Ach, das habe ich euch noch gar nicht gezeigt, zu dem Ärmel. Einer ist runtergefallen, dann habe ich den weggeräumt. Habe ich nur einen hingelegt. Das ist mein Muster, was ich mir aufgezeichnet habe. Also, das geht hier also los. Und hier geht es weiter. Das habe ich mir aufgezeichnet. So. Wisst ihr, ob es ein Programm gibt, wo man solche Muster schon also im PC machen kann? Weil wenn ich jetzt hier was habe, wo ich sage, nee, sieht nicht so schön aus, dann möchte ich ändern, fange ich von vorne an, oder also das ist jetzt so ein Stift, den man radieren kann, aber da muss ich halt rumfummeln. Ich weiß, ich habe im Word, habe ich das schon hingekriegt, auch Kästchen da rein zu zaubern und die zu färben, und dann habe ich es ausgedruckt. Ja, dann hat er mir aber das Raster nicht mit ausgedruckt. Blöd. Hätte ich wahrscheinlich auch einstellen können. Aber die Kästchen waren auch viel zu klein. Also gibt es ein Programm, wo man solche Muster erstellen kann? Ich meine, für Stickmuster, gerade Kreuzstich, kann man das ja auch gut gebrauchen. Wenn ihr da was wisst, lasst mich nicht dumm. Sagt's mir mal. Weil das hat mir Spaß gemacht, mir da selbst auszudenken, was für ein Muster kann ich machen. Und ja, ich meine, das ist in dem Gestricke jahrelang drin. Ja, das war das. Dann habe ich noch was, das habe ich das letzte Mal vergessen, euch zu zeigen. Weiß auch nicht warum. Keine Ahnung. Das habe ich schon länger angefangen und jetzt gerade in den letzten 2 Wochen überhaupt nicht dran gestrickt. Gefällt mir so gut. Und zwar ist das dieser Schal, der eigentlich ein Loop werden soll. Mal sehen. Ich weiß noch nicht, ob ich es doch vielleicht lieber als Schal lasse. Das weiß ich noch nicht. Ja. Also, das ist das. Und zwar ist das aus der Wolle, aus dem Lace Garn, das ich geschenkt bekommen habe von der Anja. Das ist Lace Superwash, 75% Merino, 25% Polyamid. Und es könnte möglich sein, dass für einen Schal das gar nicht reicht. Das weiß ich aber noch nicht. Vielleicht mache ich ja doch den Loop, dann könnte es reichen. Ich weiß noch nicht, wie sich es beim Loop verhält. Das ist eine schöne Farbe, dass sich so schön mustert. Sollte ich mich für den Schal entscheiden und es langt nicht, werde ich auf jeden Fall, oder eigentlich habe ich es ja schon in Auftrag gegeben und bekomme es auch, ein Lace-Garn in diesem Lila bekommen. Und dann werde ich in diesen Reihen immer im Wechsel machen. Den hier und Lila, den hier und Lila, und um dann in das nur Lila zu kommen. Hört sich alles jetzt komisch an, zeige ich, wenn es soweit ist. Und wenn es nicht soweit ist, zeige ich es auch nicht. Dieses Muster besteht aus großen Zacken und kleinen Zacken. Hier zwischendrin sind wieder große, wobei es sich hier unten anders gemustert hat. Ist halt so. Ja, ist so. Weiß nicht warum. Aber ich find die Farben einfach toll. Und die Anleitung, das ist nicht der Zickzack-Shawl, den alle schon oder viele schon gestrickt haben und der mir auch total gut gefällt. Wobei ich ja mehr mit diesem Brioche-Zickzack-Shawl
von Steven West liebäugel. Der gefällt mir auch gut. Also, das Bild, also ursprünglich sieht es so aus. Ist schön, ne? Und das ist aus dem Buch Lace von Lana Crosser, Ausgabe Nummer 5. Und das Modell ist das Modell 1. Das hier. Hier ist es mit 3 verschiedenen Farben gestrickt. Das heißt, man muss immer wieder ansetzen. Wollte ich aber nicht. Und ich hatte diese schöne Wolle und ich glaube, das sieht schön aus damit auch. Wild. Vielleicht sieht man darunter auch wie nur schwarz an. Aber schön. Ja. Ich werde es nur ordentlich wieder verpacken. Sonst habe ich hinterher die Maschen verloren. In dieser schönen Projekttasche. Ja. Apropos Projekttasche. Ich habe gestern eine schöne Geschenk bekommen. Und zwar diese hier. Ah, das ist so ein richtiger Turnbeutel von früher. Aber ich finde das klasse. Und guck mal, was da drauf ist. Ist das nicht ein süßes Einhorn? Herrlich. Da habe ich mich total drüber gefreut und habe auch schon direkt ein Projekt dafür vorgesehen und da drin. Allerdings zeige ich euch jetzt hier, weil ich habe das andere da liegen, nur die Wolle, mit der ich das stricke, was ich euch gleich zeige. Und zwar ist das von Rico, von Rico Design. Ich habe es aus dem Wollrödel gekauft. Rico Baby Classic Decay. Das sind 165 Meter auf 50 Gramm. Und Plastikwolle. Ja, süß, ne? Da mit diesem Hasen da drauf. Goldig. Das ist einmal Anthrazit und einmal so ein ganz helles Beige. Man könnte es auch als grau ansehen, aber es ist so ein helles Beige. Ja. Ich wollte 2 Kontrastfarben haben, weil das, was ich damit mache, braucht diesen Kontrast. Ich zeige euch erstmal, woher ich die Anleitung dafür habe, was ich euch gleich zeige. Und zwar habe ich mir das Buch gekauft von der Silvi Rasch. Mosaik Dreieckstücher stricken. Alleine das hier vorne drauf, ich glaube, das ist Poseidons Tochter. Die haben ganz schöne Namen, die Tücher. Ist wunderschön, oder? Also ich finde die traumhaft schön. Und auch die Art, wie die aufgebaut sind, ist überhaupt nicht schwer. Ich will euch da, schaut mal, hier sind auch noch welche, will euch da nicht zu viel von erzählen, aber wenn ihr die Möglichkeit habt, in irgendeinem Buchladen mal in das Buch zu blättern, macht's mal. Da sind wirklich wunderschöne Tücher drin und ja, ich habe eins davon angeschlagen. Gestern Abend. Und ich konnte nicht aufhören. Ich bin, glaube ich, heute Nacht um kurz nach 2 ins Bett und habe gestern Abend um 7 damit angefangen. Und zwar habe ich den Blätterwald. Ich gucke noch mal schnell, wie es heißt, das Tuch, damit ihr wisst. Blätterwald. Habe ich den angeschlagen. Und das ist er. Schaut mal, hier wird also diese Musterkante bleibt jetzt immer gleich, bis ich irgendwann ans Eck komme und in die Richtung stricke. Und der Tuchkörper ist ein Kraus-Rechtsteil. Jetzt schaut mal, wie schön. Toll, ne? Also ich bin so begeistert davon. Das sieht so schön aus, auch in diesem Schwarz-Weiß. Also wenn ihr euch jetzt vorstellt, das wäre ein ähnliches Garn, also ohne so einen Kontrast, dann kommt das nicht so raus. Dann habe ich schon ganz viele gesehen, die eines der Garne in einem Farbverlauf genommen haben. Manche ganz grell, manche nur ganz leicht. Also ich könnte mir durchaus vorstellen, dieses Helle mit einem Farbverlauf in hellgrau, silber bis bisschen dunkler grau, da reinzustricken, das sieht bestimmt auch wunderschön aus. Also
diese Idee mit diesen Hebemaschen ist schon genial. Und jetzt zeige ich euch mal die Rückseite. Die sieht natürlich nicht so schön aus wie das hier, aber es ist durchaus vorzeigbar. Jetzt schaut euch das doch mal an. Also wenn jetzt dieses, also wenn das Tuch jetzt irgendwo hier liegt, ja genau so, und das dreht sich mal rum, das macht überhaupt nichts aus. Das ist so schön gemacht. Also das hat auch wirklich bei mir so ein, das ist schon Sucht. Ich konnte gestern nicht aufhören. Und jetzt auch, dass ich denke, oh, ich bin gespannt, wie sieht es aus, wenn es größer wird, wie wird es. Ich habe mich bei diesem Tuch für ein asymmetrisches Tuch entschieden. Man hat hier die Möglichkeit zu wählen. Das ist alles in dem Buch beschrieben, wie man das machen kann. Und hier macht es jetzt so einen leichten Knick. Das finde ich gar nicht schlimm, weil das ist ja auch der Bereich, den man dann anlegt. Und also der dann so rumdrapiert wird. Und da ist es vielleicht gar nicht verkehrt, wenn man hier so einen Schwung drin hat. Also ich muss es, in der Kamera sieht das auch nochmal so schön aus. Ach, herrlich. Hey, jetzt, ich muss nochmal, Entschuldigung, das kommt weg. Oma Erika, das Buch, ich zeige es nochmal in die Kamera. Das ist das. Tolle Sachen drin. Und jetzt hänge ich mal der Oma Erika das hier so zu ihrer Strickjacke. Ist schon schön, ne? Also mir gefällt es richtig, richtig gut. Ich lasse das mal da drauf. Mal wirken. Könnt ihr es erkennen oder soll ich es lieber in die andere Richtung? Hier ist besser, ne? So machen wir es doch. Perfekt. Ich finde es schön. Toll aus. Und das wird ja richtig groß. Und man kann ja auch da selbst bestimmen, wie groß das wird. Also du bist nicht gezwungen, das in der Größe zu machen, wie das in der Anleitung steht, sondern wenn du viel Garn hast, wenn du Spaß dran hast, mach es halt größer. Mach es symmetrisch, mach es asymmetrisch. Man kann auch das hier verändern. Also mir kam bei dieser Art, wie diese Kante gestrickt wird, direkt auch schon wieder die Karo-Muster in den Kopf. Und zum Selbstüberlegen, was kann man denn da noch für schöne Kanten machen? Also ich mag ja diese Zentangelmuster. Und ich sag mal, so richtig Zentangel kann man dort nicht reinbringen, aber schon auch sich so ein paar Ideen holen. Also ich finde es toll. Also vielen, vielen Dank für diese Idee, Silvi. Richtig toll. Und wenn ich hiermit fertig bin mit dem Video und wieder aufgeräumt habe und alles vorbereitet habe, mit dem Computer und hochgeladen und was auch immer, dann setze ich mich da wieder dran. Das ist im Moment das Tuch meiner Wahl, auch wenn die Ärmel von der Strickjacke auch mir schon am Herzen liegen. Also den, zumindest den Mustersatz fertig stricken von dem zweiten Ärmel, das sollte ich sehr zeitnah machen. Ja. Was habe ich noch? Bevor ich das hier angeschlagen hatte, klar, war ja auch, Entschuldigung, erst gestern Abend, habe ich ein anderes Tuch angeschlagen. Ich habe euch das letzte Mal diese zwei Knäule hier gezeigt, die sich so wunderbar zusammen anschauen lassen. Also das Pink ist ja das, was hier schon drin ist und auch am Ende vom Candy zu sehen ist. Ich habe davon ja noch einiges. Und da habe ich mir ein Tuch ausgesucht, inspiriert von der Andrea von Manjana Lana. Und das heißt, nimm, was du brauchst. Und warum habe ich jetzt die Anleitung bzw. die Bilder von der Anleitung nicht dabei? Schade. Schaut doch mal bei der Andrea rein, die zeigt es euch. Und die hat auch schon ein Tuch fertig in ihrem neuesten Video. Ist das zu sehen, auch in super schönen Herbstfarben. Die zu ihr so toll passen. Also traumhaft schön sieht das aus. Soweit bin ich aber noch nicht. Ich bin ja auch jetzt aufgehalten worden durch die Ärmelstrickerei
und durch dieses Tuch jetzt. Aber das hier macht auch Spaß. Und das ist auch etwas, wo man nicht so viel denken muss. Schaut euch das an. Wie das zusammen aussieht. Ich kann es euch schon gar nicht mehr komplett so zeigen, weil die Nadeln nicht so lang sind. Wie Haare hier rum, wie rum. So. So, so sieht das zusammen aus. Ja. Also, vom weiter weg sieht es jetzt ein bisschen fleckig aus, aber das liegt daran, dass beide Farben meliert sind. So sieht es aus. Und das ist ein glatt Rechtstuch. Und da stricke ich jetzt als weiter, so lange wie ich will, so lange wie ich das Tuch von der Größe her haben will. Also ich werde jetzt noch ganz schön was stricken. Und dann kommt da eine Kante dran, die sich so ein bisschen rüscht, also so ganz bisschen. Und diese Rüschenkante werde ich in dem Grün machen. Ich glaube, das wird richtig schön. Da freue ich mich drauf, wenn das fertig ist, wenn ich das auch umlegen kann. Ich meine, es sieht einfach alles schön aus. Ja. Ich weiß manchmal nicht, woran ich weiter stricken soll. Also im Moment habe ich, blums, wirklich viel auf den Nadeln für mich, meine Verhältnisse viel. Ich habe ja auch noch einen Pullover, den ich erstmal im Frühjahr auf Eis gelegt habe, weil er einfach zu warm wurde für den Sommer, den ich dann auch auf jeden Fall nach der Strickjacke weitermachen werde. Und ich habe noch ein paar Socken. Ich weiß nicht, ob ihr euch an den kurzen Willi erinnert. Diese Wolle ist so schön, die hat mir die Susanne in Bremen geschenkt. Die möchte ich auch weitermachen. Ich weiß aber nicht, ob ich den Willi weitermache oder ob ich die Socke anders stricken werde. Es war mal eine Erfahrung. Ich glaube, ich trenne es wieder auf und mache andere Socken draus. Mal sehen. Weiß ich noch nicht. Also dieses Tuch heißt Nimm, was du brauchst. Und ist eigentlich dafür gedacht, diese Anleitung, um mal so seinen Stash durchzuwühlen. Mit Sockenwolle oder Sockenwollstärkewolle. Man hat ja oft wirklich so schöne einzelne Stränge. Wenn man da dann vielleicht ein einfarbiges dazu nimmt, wird es toll. So diese Reste. Wobei die Andrea hat zwei wirklich schön musternde Stränge miteinander verbunden. Ohne eine einfarbige Kante. Und man hat erst das Gefühl, also so ging es mir, muss dann nicht vielleicht was dazwischen, damit immer wieder hingeguckt. Immer wieder hingeguckt und dachte, ne, genau so sieht es cool aus. Richtig cool. Also ich freue mich, wenn ich das vielleicht mal live sehen kann, Andrea. Beim nächsten Stricktreffen vielleicht. Kannst du es mal mitbringen? Das wäre klasse. Ja. Dann habe ich mir Wolle gekauft. Und zwar auf dem letzten Stricktreffen in Wiesbaden hatte die Andrea selbstgefärbte Wolle mit. Sie hatte so eine ganze Plastikkiste. Und ich war am Anfang echt eisern, aber dann habe ich doch immer mal geschielt und geguckt und geguckt. Was soll ich sagen? Ich habe mir was mitgenommen. Und zwar den hier. Ich konnte nicht dran vorbeigehen. Dieses dunkle, pink, lila, blau. Also das ist schon fast so ein bisschen rot. Türkis, also der gefällt mir echt gut. Und das ist zwar Sockenwollstärke, aber diese 100 Gramm haben eine Lauflänge von 550 Milliliter. Ich sage das immer Milliliter, weil das ist Meter Lauflänge, Milliliter. Lauflänge. Ich weiß noch nicht, was ich damit mache, aber keine Socken. Wie immer keine Socken.
Aber sowas wäre auch toll, in so einem Tuch zu verarbeiten. Dann habe ich ursprünglich für dieses Mosaiktuch mir im Internet Garn bestellt. Aber der Kontrast war nicht so, wie ich es mir gedacht habe. Und die eine Farbe dachte ich, wäre komplett Anthrazit. Aber es war auch ein bisschen gefärbt. Die Stränge sind toll. Und ich werde da sicherlich noch eine andere Möglichkeit finden, was ich damit mache. Interessant ist aber, wenn ich das jetzt so hochhalte, ich halte es mal hoch, wie es ist, dass sich alle Farben hier so wiederfinden. Schauen wir mal, was für Schätze. Also für dieses Tuch, was ich euch eben gezeigt habe, habe ich ja gesagt, ich möchte die Kante mit diesem Grün hier fertig machen. Es könnte möglich sein, je nachdem, wie groß ich das Tuch mache, dass mir das nicht reicht. Könnte sein. Also habe ich mir gedacht, ich brauche unbedingt noch mal diese Farbe. Ja, es ist einfach ein Traum, ne? Das ist also gewickelt und das ist im Strang. Das ist von Malabrigo die Farbe Solis 809 und das ist Sockenwolle. Ja. Superwash Merino Wool. Also, wunderschön, wirklich wunderschön. Gefällt mir gut. Genau mir gegenüber im Moment ist ja mein Balkon. Und auch mein Balkontür und Fenster. Und direkt gegenüber ist das Haus meiner Nachbarn. Das ist eigentlich eine Seite, wo die nie rausgucken. Aber eben schon. Sie hat jetzt gerade irgendetwas ausgeschüttelt und hat mal rübergeguckt und hat wahrscheinlich überlegt, warum kuschelt die Frau mit diesem Strang? Ja, soll ich nochmal fragen. Also den Strang habe ich jetzt mir noch geholt. Jetzt schüttelt sie gerade nochmal. Wahrscheinlich wollte sie nochmal gucken. Ist ja auch komisch. Naja, jedenfalls, der Strang kommt sehr wahrscheinlich mit in dieses Tuch. Vielleicht habe ich was übrig und das werde ich dann woanders verarbeiten. Also hallo. Es ist ja nicht so, dass wir keine Möglichkeiten finden. Und dann habe ich mir geholt, alles auch Malabrigo. Ja, wenn man einmal dabei ist. Das ist Rios und zwar die Farbe Sabiduria 136. Und das ist eine Decay-Stärke. Ich brauche zu meiner Farbwahl, glaube ich, gar nichts mehr sagen. Ihr wisst es eh. Also das war toll. Und das wollte ich eigentlich auch als ein Mosaiktuch verarbeiten. Könnte ich auch immer noch. Ich muss mir aber entweder ein helles Rosa dazu nehmen, damit das so einen schönen Kontrast hat. Oder, also ich glaube, wenn ich auf ganz dunkel gehe oder hellgrau, das würde auch, glaube ich, wieder gut gehen zusammen. Weil dunkel, da kommt die Farbe nicht so raus. Wie sie ihr gerecht werden sollte. Ich hatte aber erst wollte Anthrazit, hat aber nicht geklappt. Irgendwie was? Als es ankam, dachte ich so, hast du irgendwo falsch drauf geklickt? War das nicht zu erkennen? Egal, sie gefällt mir trotzdem, ich werde sie behalten. Und zwar ist das das hier. Also man sieht schon, wenn ich das zusammen machen würde, der Kontrast und auch ich glaube, das passt nicht so. Das wird zu wild, zu bunt. Der hier braucht was. Also ich glaube, ein helles Rosa fände ich gut damit. Werde ich nachher mal gucken. Vielleicht gibt es das ja von Malabrigo. Bestimmt. So ein helles Rosa. Und zudem, also das ist auch wieder lila drin und das ist so. Es ist nicht braun, aber es ist auch nicht schwarz. Es ist schön. Also, diesen Strang, der kam nicht so geliefert,
sondern ich wollte mir ein Stück Faden mal abschneiden, um mir die Farbe. Ich schneide mir gerne von Strängen ein Stück Faden ab und tue die in meine Tasche. Dass, wenn ich irgendwo vielleicht in die Verlegenheit komme, Wolle kaufen zu können, müssen, sollen, dass ich dann mal gucken kann, was habe ich denn so und was würde dazu passen. Jedenfalls war ich nicht in der Lage, diesen Strang wieder schön zu knäueln. Also so kommt er eigentlich. Ist das doch ein Grau? Also das ist schon. Also ich finde es gut. Vielleicht mache ich auch mit den zweien was ganz allein. Ich kann euch jetzt nicht sagen. Doch, hier steht's. 100 Gramm haben 210 Yards. Keine Ahnung. Ich glaube, das ist nicht viel Unterschied zu Metern, aber ich weiß es gerade nicht. Ist das dann weniger, etwas weniger Meter oder etwas mehr? Muss ich auch immer nachgucken. Also ich sag mal, daraus könnte ich auch was geschafft kriegen. Und wenn nicht, auch wieder mit einem hellen Grau geht es auch wieder. Also ist ja nicht so, auch wenn Wolle falsch bestellt ist oder nicht die Farbe hat, die man so wollte, dass man sagt, oh, schick's mal zurück. Warum denn auch? Sieht doch schön aus. Natürlich habe ich von diesem hier auch zwei. Die sind so weich. Ich habe so ein schönes Organza-Säckchen, ist es ja nicht, so ein Sack dazu bekommen. Gefällt mir auch gut. Und das nicht das letzte, sondern zwischen diesen zwei Aufnahmen, der letzten und der, hatte ich bei Fadenbund Wolle bestellt, die ich euch leider nicht zeigen kann und auch so dumm war, sie nicht zu fotografieren, weil ja auch gerade im Strang sahen die so schön aus. Ich habe die aber schon verschenkt. Einen Strang habe ich dem Marco geschenkt von Strick mir was. Er war zum ersten Mal beim Stricktreffen und ich wollte ihm eine Freude machen und ich glaube, das ist mir gelungen. In einem seiner Videos hat er auch die gewickelte Wolle gezeigt. Den Strang, der sah schön aus. Warum haben wir den nicht fotografiert, Marco? Warum? Könnten wir den Leuten noch mal zeigen, wie schön so Stränge aussehen. Und den anderen, den ich bestellt habe, das war so ein Herbstpinkgrün Gedöns, richtig, richtig schön. Also ich habe jetzt das zweite Mal bei Farbenbund bestellt und habe es überhaupt nicht bereut. Also das ist immer so schöne, schön gefärbte Wolle und was auch total nett ist. Aber nicht sein muss. Also es wäre für mich jetzt kein Kriterium zu sagen, ich bestelle nur deshalb, weil das da kommt. Nein, mir gefällt die Wolle und deshalb bestelle ich da. Aber ich finde es so verdammt nett, dass ich meine, dass bei jeder Bestellung das zu machen, was ich euch jetzt zeige, das ist schon, das ist toll. Also vielen, vielen Dank dafür. Und das ist das, was dabei kam. Guck mal, ist der nicht süß? Ich kann das nicht aufmachen. Ich habe beim letzten Mal auch so einen schönen bekommen. Der liegt auch noch im Schrank, weil es sieht so schön aus. Und guckt mal, hier so einen schönen Fortschrittsmarker. Jetzt müsst ihr mir wieder helfen. Wie nennt sich das? Matrioschka. Matreschka. Helft mir mal, ihr wisst bestimmt, wie die heißen. Das sind doch die Püppchen, die man ineinander steckt. Immer kleiner werden oder größer, je nachdem. Und hier was Süßes und Tee. Und auch in so einem schönen Organza-Säckchen. Und dann noch so ein schönes. Ist doch einfach toll.
total lieb. Ja. Aber ich kann euch die Stränge nicht mehr zeigen. Nee. Ich hab kein Bild gemacht. Beim nächsten Mal. Es wird sicherlich nicht das letzte Mal sein, dass ich dort mir Wolle bestelle. Bestimmt. Jetzt habe ich noch eine Sache. Beim vorletzten Mal habe ich euch von Lace erzählt. Habe ich euch vielleicht den Zackenschal da doch schon gezeigt? Oder habe ich nur gezeigt, dass ich den machen will? Ich weiß es nicht mehr. Jedenfalls habe ich von Lace erzählt und wie viel Spaß mir das macht und dass ich das ja so gerne stricke mit Lace-Garn. Und ja, und da hat mich jemand angeschrieben, und zwar die Karin. Sie hätte da ein Lace-Heft, das sie überhaupt nicht nutzt, ob ich das denn gerne haben möchte. Und dann habe ich gesagt, boah, das wäre toll, wäre echt schön. Und dann hat es eine Weile gedauert, nach noch einen Urlaub, und ich habe auch schon gar nicht mehr daran gedacht. Das ist live. Telefon. Moment. Ich war zu spät. Keiner mehr dran. Ich bin so neugierig. Bei meinem Festnetztelefon, das ist so ein einfaches Ding, da kann ich nur erkennen, wer als letztes angerufen hat, wenn ich nicht drangegangen bin. Und hier bin ich drangegangen und da wurde direkt aufgelegt. Jetzt kann ich keine Nummer sehen. Ich bin doch so neugierig. Egal. Ich war bei der Karin und dem Lesheft. Jedenfalls kam dann irgendwann ein Umschlag an. Und da habe ich gedacht, ui, was ist denn das? Hab nicht mehr dran gedacht. Und habe mir nur gedacht, boah, das Porto war aber teuer. Für so ein Heft. Da habe ich schon gleich ein schlechtes Gewissen bekommen. Ganz ehrlich, Karin. So viel Porto zahlen für ein Heft. Und auf dem Umschlag war noch nicht mal deine Adresse drauf. Das heißt, ich kann dir noch nicht mal eine Karte, als Dankeschön schicken. Vielleicht magst du mir deine Daten doch noch zukommen lassen. Da würde ich mich sehr drüber freuen. Mach dir mal Gedanken und ich zeige euch jetzt das Heft. Hat sie mir auch einen schönen Zettel drauf geschrieben. Liebe Grüße und viel Spaß beim Nacharbeiten. Und das ist ja nicht nur so ein Heft. Also das ist ja jetzt nicht mal so ein Heft. Was zahlt man heutzutage für ein Heft? 5 Euro? 4 Euro? 3 Euro? Das ist ein Hochglanzmagazin. Guckt euch das mal an. Und, liebe Karin, da oben... Vielen, vielen Dank für dieses Heft. Das ist so was Besonderes und so schön. Die meisten der Strickmuster, die hier abgebildet sind, sind in Weiß, damit man sie gut sehen kann. Aber ich sag mal, in einem Farbverlaufs-Lace oder wie auch immer, sehen diese Tücher bestimmt auch richtig gut aus. Und hier wird auch geschrieben, estnische Lace-Träume. Also das sind Strickmuster aus Estland zusammengesammelt. Ich habe mal was vorbereitet, nur um euch mal zu zeigen, was da so drin ist. Also es sind Schals, es sind rechteckige Tücher, viereckige Tücher und eben auch Dreieckstücher. Das hier hat mir schon mal sehr gut gefallen. Das ist ein Blattmuster. Das sieht schon schön aus. Und dann ist hier noch ein Schultertuch. Das gefällt mir auch total gut. Vielleicht kann ich es noch mal. Das ist so rund. Ah ja. Ja, das ist so rund. Das hat mir auch gut gefallen. Weiß nicht jetzt direkt, ob es alles in Weiß ist. Ich glaube, das ist wirklich nur zur Verdeutlichung hier in so Weiß. Aber richtig schön. Und dann, warte, ich glaube, es war Kronprinzentuch. Also ich zeige euch mal die mehreren Fotos.
Das ist ein viereckiges Tuch. Das hat die hier so doppelt gelegt. Und hier sieht man es. Das ist fast eine Tischdecke oder Gardine. Also das ist ja ein Wahnsinn. Also da schlägt mein Herz höher. Und dann ist hier hinten dran noch so eine Bibliothek mit lauter dieser estnischen Lace-Muster. Also da kann man dann sehen, so, ich weiß gar nicht, ob ich das da so ansehe, diese Tücher und dann eben die Strickschrift dazu, Muster und dann die Strickschrift dazu. Da sind so schöne Ajourmuster drin, also die sind richtig schön. Und wenn man mal auf der Suche nach, auch so Kanten auch drin, wenn man auf der Suche ist, möchte sich vielleicht mal selbst was zusammenstellen. Warum denn nicht so ein gerades Tuch? Und hier ist wirklich auch, die Kanten sind drin, Spitzenrand, richtig, richtig schön. Also dieses Heft ist für mich auch wieder so ein Schatz, den ich wirklich hüte. Karin, ob ich in der nächsten Zeit tatsächlich hieraus ein Tuch stricken werde, weiß ich im Moment nicht. Aber für mich ist es trotzdem ein ganz, ganz wertvolles Heft. Vielen, vielen Dank dafür, dass du das entbehren konntest und auch da diese Kosten auf dich genommen hast. Überleg dir mal, ob du mir deine Daten schreiben möchtest. Würde ich mich freuen. Ja, ihr Lieben, hier sieht es mal wieder aus wie bei Hempels unterm Sofa. Habe ich noch was zu erzählen? Vom letzten Stricktreffen. Das war total klasse. Der Marco von Strick mir was war ja das erste Mal dabei. Es war total lustig. Wir waren eine kleine Runde, aber es war richtig schön. Und das nächste Stricktreffen ist am 16. Ja, 16. September. Das ist schon in einer Woche. Wer dazukommen möchte, sehr, sehr gerne. Ihr seid alle immer herzlich willkommen. Und wer nicht auf Facebook ist oder auf meiner Seite Nadelgeklapper und mehr, wo ich immer jetzt unter dem Video auch wieder verlinken werde, diese Seite, damit ihr die Veranstaltung sehen könnt. Wer das alles nicht hat, schreibt mir einfach eine Mail und dem gebe ich die Daten, wo das ist, wann das genau ist. Und ja, also daran soll es nicht scheitern, nur weil man nicht in Facebook ist. Kein Fall. Ich werde euch noch so ein paar Bilder anhängen. Letzte Woche Freitag hatten wir hier bei mir ein ganz spontanes kleines Stricktreffen. Da war auch der Marco dabei und die Sandra vom tierischen Gestricke. Da wir alle nicht so weit weg voneinander wohnen, eigentlich hat die Andrea noch gefehlt, die ist ja auch noch ums Eck. Also da wir alle sehr nah beieinander wohnen, ist sowas auch mal möglich. Das ist toll. Macht sowas auch untereinander. Fragt nach. Ihr müsst nicht immer nur alleine da sitzen. Ihr wisst alle, wie schön es ist, mit jemandem über die Handarbeit zu sprechen und es auch zu zeigen direkt. Fragt nach. Sei es hier drunter, von mir aus unter meinem Video, wer wohnt in Hintertupfing oder in der Nähe. Ich würde mich gerne mal mit jemandem treffen. Und dann kann man sich ja erstmal in einem Café zu zweit treffen oder zu dritt und kann mal überlegen, passt es zusammen oder nicht. Und wenn es passt, kann man sich auch mal zu Hause treffen. Ja, in Jogginghose. Ich habe auch eine an. Wenn ihr manchmal wüsstet, wie wir so hier sitzen, wenn wir Videos machen. Hier oben, aber unten, ich habe die Jogginghose. Ich habe nicht mal Socken an. Ich habe hier die Designer-Hausschuhe. Na halt so, wie man sich daheim gemütlich macht, ne? Okay. Also, ich wünsche euch eine ganz, ganz tolle Zeit, bis wir uns wiedersehen. Macht's gut. Ciao.